Das Dekanat Markt Oberdorf existiert seit gut 2 Jahren. Es entstand aus der Fusion der Dekanate Füssen und Markt Oberdorf. In den 8 Pfarreiengemeinschaften und 31 Einzelpfarreien leben knapp 50.000 Katholiken. Dekan Frank Deuring ist seit 2008 Pfarrer in Füssen und kennt die Menschen hier sehr gut. Was ich auch schätze an den Menschen, ist einmal, sie sind erstmal vorsichtig, man sagt ihr mal verschlossen. Aber wenn man den Kern des Menschen erreicht hat und die Vertrauen gefunden haben, dann sind es die besten Freunde. Und da kann man mit den Leuten wirklich durch dick und dünn gehen. Und das erlebe ich als sehr positiv und was sehr Lebendiges dann auch. Dieses Lebendige zeigt sich zum Beispiel in den vielfältigen Möglichkeiten, seinen Glauben mit anderen zu erleben und zu teilen. So wie hier bei einer Ministrantenwallfahrt auf dem Forkensee. Für den Dekan ist es wichtig, alle Altersgruppen mit in die verschiedenen Aktivitäten einzubeziehen. Kinder haben heute wahnsinnig viele Möglichkeiten, die sie wahrnehmen können, von Sport über andere Freizeitmöglichkeiten. Und das ist uns natürlich auch wichtig, nicht, dass wir abgehängt werden, sondern dass wir denen einfach auch Dinge anbieten, wo sie sagen, wow, das ist toll. Natürlich das vor allem, und darum auch der Gottesdienst heute, das immer wieder auch mit dem Glauben zu verbinden. Das ist was wahnsinnig Wichtiges, dass sie einfach auch spüren dürfen, Gott hat was mit mir und mit meinem Leben zu tun. Wie tief der Glaube hier verwurzelt ist, lässt sich auch immer dann beobachten, wenn große Feste anstehen. So wie hier beim 1000-jährigen Jubiläum des Koloman-Rittes, zu dem Bischof Konrad Stasa zu Besuch war. Der Brauch lockt jedes Jahr tausende Gläubige an, die vor der beeindruckenden Kulisse an der Wallfahrtskirche St. Koloman dabei sein können, wie Pferde und das Vieh gesegnet werden. Diese überzeugende, einfache und in der Geschichte verwurzelte Gestalt des heiligen Koloman, die begeistert mich. Dieses einfache Zeugnis und dieses treue Lebenszeugnis, also das ist, man müsste es noch weiter verbreiten, man müsste noch weiter davon erzählen und das werde ich auch tun. Das werde ich dann auch anderen sagen. Auch ein früherer Augsburger Bischof hatte eine enge Verbindung ins Allgäu. Der letzte Fürstbischof Clemens Wenceslaus regierte als Landesherr über große Teile des heutigen Schwabens. Hier in Markt Oberdorf war er besonders beliebt. Pfarrer Wolfgang Schilling zeigt uns, dass noch heute vieles rund um die Pfarrkirche St. Martin an den ehemaligen Bischof erinnert. Nachdem er zunächst eine militärische Ausbildung absolvierte, entschied er sich dafür, sein Leben Gott zu widmen. Er bekam auch eine Ausbildung bei den Jesuiten in München und dort hat er auch die Priesterweihe gehabt und er wurde dann zunächst Bischof von Regensburg und Freising und später dann Erzbischof von Trier und damit Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches und Bischof von Augsburg. Ein wertvolles Erbe von Bischof Wenceslaus wird noch heute zu ganz besonderen Anlässen aus dem Schrank geholt. Das prunkvolle Messgewand ist ein Geschenk von Wenceslaus an die Markt Oberdorfer Pfarrei. Im Jahr 2012 gab es in Markt Oberdorf ein Gedenkjahr mit vielen Veranstaltungen rund um Bischof Wenceslaus. Zurück in Füssen. Neben den vielen imposanten Bauwerken ragt eines besonders heraus. Die Kirche St. Mang, gebaut auf einem Felsen über dem Lech. Sie war ursprünglich Teil einer Klosteranlage, wurde aber im 17. Jahrhundert umgebaut. Sie ist bis heute ein Symbol für die Verehrung des heiligen Magnus. Erstmals im süddeutschen Barockbau gab die Lebensbeschreibung eines Heiligen das gesamte Bildprogramm der Fresken in dieser Kirche vor. Es war unter der Dirndl aufgekrempelt, hat aufgestülpt, sagen wir allgemein, hat abgehackt. Und dann hat er gesagt, schau, ich bin einer von denen, die es euch gut machen. Jetzt geht's aufwärts. Und es ist bewiesen und geschichtlich, dass mit Magnus in unserer Gegend unwahrscheinlich vorangegangen ist. Das ist der Apostel des Allgäus, weil er ist ja aus St. Gallen gekommen, hat in Kempten schon die Schlange Boa besiegt, um sie da in Füssen dann am Lech mit den Lechgorster anzulegen. Und später dann seine größte Tat war der Drachenkampf bei Rosaupen. Nicht nur damals waren die Allgäuer innovativ, sie sind es bis heute. So wie hier in der ersten Dekanatsgeschäftsstelle der gesamten Diözese Augsburg in Füssen. Sie begann als Pilotprojekt mit dem Ziel, die Geistlichen von Verwaltungsaufgaben zu entlasten und Geschäftsprozesse zu verbessern. Wir sind jetzt 5 Mitarbeiterinnen. Wir machen die Buchhaltung von 39 Kirchenstiftungen. Das sind die Kirchenstiftungen vom Dekanat Markt Oberdorf.
Das heißt, wir machen die zeitnahe fortlaufende Buchhaltung, die Erstellung der Jahresrechnung, aber auch die Beratung für die Pfarrer, für die Kirchenverwaltung, Kirchenpfleger. Was sehr wichtig wird, ist und immer wichtiger wird, weil die Transparenz in den Haushalten notwendig wird, weil auch die finanziellen Mittel da zurückgehen. Neue Wege zu gehen versucht man im Dekanat auch bei der Betreuung und Begleitung von Senioren. Und das in einer lebendigen Ökumene. Hier im Dr. Elisabeth Seifhaus in Füssen, das von der katholisch-evangelischen Sozialstation betrieben wird, können Senioren betreut oder selbstbestimmt in Wohngemeinschaften leben. Das Dekanat Markt Oberdorf entwickelt sich nach dem Zusammenschluss mit dem ehemaligen Dekanat Füssen zu einer echten Einheit. Zwar gab es vor der Zusammenlegung einige Bedenken, aber sie sind mittlerweile dank des Engagements vieler im Kirchenleben engagierter Menschen ausgeräumt. Ich habe eine ganz große Offenheit von dem Verein, auch von den Pfarrern und pastoralen Mitarbeitern erfahren. Und man sagt, gut, der Schnitt ist gemacht worden, wir schauen das Beste daraus zu machen. Und es war, so habe ich zumindest als Dekan erlebt, sehr unaufgeregt. Wo es vielleicht am Anfang noch Spannungen gab, welchen Namen soll das Dekanat erhalten, weil ja der größere Teil vom bestehenden Dekanat Markt Oberdorf eigentlich Füssen ist. Aber da haben wir dann einfach den Generalvikar bzw. den Bischof entscheiden lassen und so ist es jetzt. Gemeinsam viel für den Glauben erreichen, das kennzeichnet das Dekanat Markt Oberdorf. Wie tief dieser Glaube verankert ist, das zeigen nicht nur die oft jahrhundertealten steinernen Zeugnisse, sondern vor allem die Gläubigen selbst.